Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Heute geht's dem Unholy Goalie an den Kragen. Auf den haben wir die ganze Zeit hingearbeitet. Das ist ja der Anführer der ganzen Truppe hier, der Misconducts. Er ist in der Arena. Massenmord, Raub, Erpressung, Verschwörung, Randale. Alles klar. Unholy erlangte seinen legendären Status, als er die zerstrittenen Gruppen der Misconducts vereinte. Laut Gerüchten wuchs er zusammen mit plündernden Mutanten in der Atomwüste auf. Alles klar. Gucken wir mal, ob er uns das Wasser reichen kann, wenn er aus der Wüste kommt. Ich hoffe doch nicht. So, wir haben erstmal wieder unser schönes Auto als Schutz. Oh, und er schießt sogar nicht drauf. Haben sie endlich verstanden, dass die Karre nur geleast ist? Die Messer sind doch stärker als gedacht, ne? Weiß auch nicht, warum ich die immer vergesse. Also es ist ja schon besser geworden, aber... Okay, bis hierhin ging's noch. Schuss, dann nehmen wir noch lieber die 60er MP mit. Kommt der hoch da unten? Nö. Noch nicht einen Hit bekommen, glaube ich. Das läuft heute. Naja, dann nehmen wir nochmal hier 3 Schüsse mit. Besser als nix. Raketenwerfer. Können wir den hier durchschießen? Nee, ah, verdammt. Na gut, aber irgendwie scheint es bis jetzt relativ easy zu sein. Mir soll es recht sein. Aber ich hätte es wahrscheinlich nicht sagen sollen, denn sobald ich das... ausspreche, wird es immer mies. Oh, jetzt kommt hier der erste Checkpoint und wir haben noch kein Diebesgut gefunden, wollte ich gerade sagen. Jawohl. Sehr schön. So kann es weitergehen. Das war eigentlich gar keine Absicht. Ich bin einfach nur noch mal draufgelaufen, weil ich mir dachte, vielleicht können wir ja diesmal hochfahren und sehe dann hier auf einmal diese kleine Lücke. So, alles klar. Dann gehen wir hier drüben weiter. Oh nein, wir kriegen Besuch. Und auch die müssen dran glauben. Wir jetzt noch einen Raketenwerfer haben wir. Nehmen wir den mal mit. Oh, lieb ist gut. Sehr gut. Da haben wir's. Na, zum Glück hatten wir den Raketenwerfer, sonst wäre das gerade wahrscheinlich etwas schwieriger geworden. Ja, wir nehmen das Maschinengewehr wieder mit. Ah, shit. Ah. Ist er tot? Ja. Granatwerfer habe ich natürlich auch nichts dagegen. Haben wir das mit dem da runter? Ja. Naja, dann warten wir kurz. So werde ich es machen. Sehr gut. Immer noch 5 Schuss. Das freut mich sehr. Zweites Diebesgut haben wir ja jetzt. Das heißt, vom nächsten Checkpoint sollte keins kommen. Guck trotzdem nochmal vorsichtshalber, aber hier geht's nirgendwo mehr lang. Alles klar. Dann machen wir uns zum nächsten Fahrstuhl auf. Kriegt schon Druck auf dem Ohren, so tief wie wir hier fahren. Hier ist open. Warum darf ich da nicht rein? Na gut. Der Granatwerfer ist einfach geil. Das muss man mal so sagen. Also weit komme ich leider nicht mit dem. Nein, ich wollte nicht Waffe wechseln. Ich meine, ich wollte nicht die Schroti aufnehmen, ich wollte Waffe wechseln. So rum. Gib mir den guten Granatwerfer wieder. Oh, da lebt ja noch einer. Shit. Den habe ich gar nicht gesehen. Okay, war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich den dahinter haben, aber na gut. Hey, wir kommen hier mittlerweile richtig gut durch. Ah, ich soll's nicht sagen. Nein. Oh, der hat den selber weggeschossen. Zum Glück war das langsam, hat er die Waffe fallen lassen. Die sah ja mal mega geil aus. Was ist mit dem anderen Typen? Der ist da gerade hier hintergefahren. Ja. Eigentlich mal warten sollen, ob der hier wieder zurück rüberkommt. Nein, der hat sie nicht fallen lassen. Schade. Ist
sah irgendwie krass aus, was er da in der Hand hatte. Ein Diebesgut brauchen wir noch, ne? Also Augen offen halten. Sagt uns das hier irgendwas? Nö, ist nur der U-Bahn-Netzplan. Wieder eine Kiste, wenn wir sie nicht brauchen. Also das Spiel will uns manchmal wirklich verarschen. Irgendwie kriegen wir immer diese kompletten krassen Gesundheitskoffer, wenn wir voll sind. Er will noch nicht. Ach, shit. Ja, mal wissen, wann der da hinten näher lebt noch. Die Waffe sehen wir zum Glück. Ach, ja, jetzt bückt er sich auch. Na klar. Jetzt sind die schon intelligent, oder was? So, euch oben kriege ich beide mit der Granate. Oh, was? Da kann die zurück? Ja, das ist ja mies. Na klar. Sonst geht's euch gut, oder was? Voll schön zwei Granaten versaut. Das wusste ich noch nicht. Habe ich bis jetzt noch nie eine Granate auf so einen Eishockey-Typen geworfen? Na gut, die Eishockey-Typen waren eigentlich immer relativ easy, ne? Naja, wieder was gelernt. Ah, 53 Schuss Maschinengewehr ist schon ziemlich verlockend. Obwohl, wir haben da oben noch Ammo, ne? Das war dumm. Ne, dann nehme ich lieber das Maschinengewehr mit, wenn wir hier oben noch Munition kriegen, weil dann haben wir ja hier über 90 Schuss. Oder 89 Schuss. Ah, ich habe immer noch ein bisschen Angst um das Diebesgut. Es klingt schon, als würden wir der Arena sehr nahe kommen und da soll er ja auf uns warten. Wie soll ich das kaputt kriegen? Granate? Oh, sehr gut. Ich frage mich, was wir gemacht hätten, wenn wir keine Granaten hätten eingesteckt haben. Hätten eingesteckt haben, ja genau. Eingesteckt hätten. Oder wie auch immer. So, jetzt geht's zum Endgegner. Wir haben 88 Schuss. Im guten Maschinengewehr, eine Granate. 53 Gegner erledigt. Also 7 Stück sind es noch. Dann zumindest in den Missionszielen drin. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Warum geht das so langsam hier? Das macht mir Angst. Hier, illegale Pokerspiele. Melde ich dem Finanzamt. Brothers and sisters, some uninvited guests made it to the show. Let's give them a proper introduction, shall we? Oh je, ich habe Angst. Was ist das für ein krasser Typ? Nix gegen Kätzchen. Aus dem hieß es. Get down on your knees and lean your head forward. We promise it will be painless. Außerdem hieß es doch an dem kleinen Zettel am Computer, dass wir die kleinen Kätzchen in Ruhe lassen sollen, ne? Also lass uns in Ruhe. Was ist denn das? Ach du Scheiße, ey. Ach shit. Oh, da hat gleich zwei abgezogen, na klar. Hä? Ach, der kommt sogar da noch drüber. Na geil. Ach du Scheiße. Jetzt holt er... Ja, natürlich holt er seine Kumpels.
Solange die keine Granaten haben, die hier hochwerfen, kommen sie mir jetzt erstmal gar nicht so brutal rüber. Ach, scheiße. Ach du Scheiße, das wird ein ganz paar Versuche brauchen. Ich zweifle, nehme ich, ach, ja. Oh je. Okay, also immer noch mal hochspringen. Ach, wir haben die anderen Granaten noch gar nicht eingesammelt. Stimmt ja. Sollten wir vielleicht tun. Ah, ich wollte sie doch gerade holen. Gib mir die. Warum wirft denn der die jetzt immer so weit? Das war doch früher nicht so, oder? Gut, es leben nur noch zwei. Es geht noch. Nein. Boah. So schnell kann man gar nicht reagieren. 140 Schuss. Na, das ist natürlich mega geil. Nein, das ist natürlich nicht so geil. Komm, hoch. Hä, wo ist die Waffe hin? Wann hat denn der jetzt die Waffe gewechselt? Ich verstehe das nicht. Ja, Granado ist mein Freund. Unholy Goalie. Gegen mich hast du keine Chance. Ach shit, wir haben keine Granaten mehr. So, jetzt holt er wieder seine Kumpels. Kann er gerne machen. Wir springen erstmal hier hoch. Holen erstmal die, die springen können. Und danach gibt's... Ah, genau, das gibt's. So, ich würde sehr, sehr gerne die Medizin hier unten haben. Und mir nochmal die Ammo holen. Ach, shit. So. Nein, ich wollte nach unten springen. Verdammt. Aber er hat schon mal gut kassiert, würde ich meinen. Oh. Ey, und nochmal rumgedreht. Was ist denn das für ein mieser Move? Ja, und jetzt noch Raketenwerfer, na klar. Ach, shit. Den Raketenwerfer hätte ich echt gerne. Nein. Ah, shit. Ich dachte, der schießt. Mach doch nicht immer andere Moves. Ich muss mich doch irgendwie mal an dich gewöhnen können. Das war ein bisschen dumm gerade. Ja, das gebe ich zu. Aber wir haben ihn fast. Wenn er jetzt... gut, er wird bestimmt gleich nochmal rüberrutschen, ne? Ja. Ich lerne nämlich, mein Freund. Und noch der letzte. Nein. Komm schon. Wir müssen ihn doch fast haben. Haben wir ihn? Och nö, oder? Oh, das ist nicht euer Ernst, Leute. Na klar, und ich habe noch zwei Leben. Ach, nackten. Und jetzt wirft er noch irgendwelche krassen Dinger. Ach du Scheiße. Und ich bin gleich tot. Och Mensch, ich habe mich so gefreut. Ich war mir felsenfest sicher, dass er jetzt tot ist. Ich meine, wir hatten das schon mal mit dem einen Gegner. Der... Ach du Scheiße. Ah, und das war's. Oh, wie sollen wir das denn schaffen? Okay, so kriegen wir die auf jeden Fall schneller erledigt. Boah, die Explosion, geil, oder? So, ich weiß gar nicht, wann der genau gewechselt hat, dass der dann nochmal zurückkommt. Ich glaube... Ah, ein bisschen zu früh. Ich glaube, jetzt rutscht er zweimal, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Nee, noch nicht. Wir haben auf jeden Fall genügend Munition Medizin rumliegen. Es läuft auf jeden Fall schon mal besser als in der ersten Runde. Zumindest wissen wir jetzt halt auch, welche Moves er macht. Jetzt macht es. Okay. Ah, mein Freund, mich kannst du nicht täuschen. Deine Kollegen hier kriege ich auch weg. Ah, shit. Okay. Jetzt wären es anscheinend doch zu viele für diesen... Für den Move. Ah, shit.
Zum Glück. Warum liegt jetzt auf einmal so viel Medizin rum? War das vorhin schon? Da einfach so viel verbraucht, oder? Weiß es nicht ganz. Den Raketenwerfer hätte ich gern. Komm runter. Ja, wir brauchen den jetzt nicht weiter verschießen, genau. Jetzt kriegt er erstmal seine gute Spritze. Mit Testosterin. Testosterin, genau. Mit Testo, sagen wir einfach so. So, bam. Oh, was? Ich hab doch nach rechts geguckt. Wieso zum... Warum hat denn der jetzt den Raketenwerfer nach links geschossen? Das würde ich wirklich ganz gerne mal wissen. Also das fand ich jetzt wirklich nicht fair. Ey. Och, Menno. Ach ja. Ich vergesse immer, dass der diesen Move noch macht. So, aber es läuft doch schon mal ganz gut. Ich bin mal wieder viel zu ruhig. Es tut mir leid, liebe Freunde, aber es ist auch einfach zu aufregend. Komm an, Holy Goli. Ich zeig dir gleich mal ein Glory Holy. Ja, wir haben ihn fast. Aua, Feuer drauf. Wir haben es geschafft, jawohl. Naja, zwei Versuche. Aber man muss auch sagen, das war etwas unerwartet, dass er auf einmal noch zum Hulk wird. Zum roten Hulk zumindest. Wir haben die Diebesgüter, wir haben alle Kills gemacht. Also was wollen wir mehr? Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Jetzt müssten wir ja zur nächsten Gang kommen. Das sehen wir dann wieder morgen 19 Uhr. Danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.